So, dann heute im Autohaus Cottbus hier bei Mercedes-Benz. Ich würde sagen, das Autohaus erstrahlt förmlich im neuen Glanz. Was ist hier passiert? Ja, bei uns gibt es eine neue Markenarchitektur im Autohaus Cottbus. Es gibt 100 Standorte in Deutschland, die sich beworben haben. Und wir sind sehr stolz, dass wir einer dieser Standorte sind, die nach dem neuen Markenkonzept umgebaut haben. Das bedeutet mobiles Beraten, mobile Betreuung, Fahrzeuge präsentieren vor einer großen Videowand, Spiegeln auf Medienwände, all das. Es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Sie haben heute von einer 180-Grad-Wendung auch gesprochen, förmlich hier in diesem Innenraum. Wie ist das zu verstehen, auch für den Kunden wirklich brauchbar? Also was wirklich neu ist, ist, dass der Kunde reinkommt und er hat keine festen Ansprechpartner auf den ersten Blick. Er hat weiterhin seinen Ansprechpartner, den er auch bisher hatte, nur dass er den erstmal nicht mehr im Showroom sieht. Wir haben ein ganz neues Konzept entwickelt, dass sich quasi der jeweilige Kundendienstberater oder Verkäufer dann auch mit dem Kunden findet. Da gibt es bei uns eine Gastgeberin, das ist die Frau Spürling, die begrüßt die Kunden ganz toll und koordiniert den Raum ganz toll. Und da geht es halt darum, den Kunden genau den Wunsch zu erfüllen, den er haben möchte. Und das bedeutet, der Kunde kann im Wartebereich Platz nehmen, er kann im Beratungszonen Platz nehmen, er kann sich umschauen. Wir haben einen Shop-Horizont, also er hat ganz viele Möglichkeiten, sich hier aufzuhalten, sodass es für den Kunden ein Erlebnis wird bei uns zu sein. Wir sehen auch im Hintergrund, es ist digitaler geworden. Sie haben es heute auch angesprochen, klar in Zeiten, wo auch Kunden mehr im Internet sich informieren. Inwiefern kombiniert man das jetzt hier? Also was neu ist, ist, dass es halt nicht mehr den festen Arbeitsplatz gibt und man zu dem Kunden sagt, schauen Sie doch bitte mal auf meinen Bildschirm, sondern es ist jetzt so, dass der Kunde oder beziehungsweise Kundendienstberater und Verkäufer, die haben Tablets. Dadurch können sie an jeder Stelle in dem Raum mobil beraten und man hat zusätzlich noch die Möglichkeit, sich an Beratungstische oder Beratungsräume zu setzen. Dort hat der Kunde die Möglichkeit, alles auf großen Medien zu sehen. Das heißt, alles, was der Verkäufer an klein hat, sieht der Kunde in groß und das ist natürlich emotional ein ganz anderes Erlebnis für den Kunden, wenn er sein Fahrzeug da sieht. Das heißt, man kann hier schon einfach per Klick entscheiden, so okay, das könnte die Farbe sein, diese Ausstattung mit dazu? Genau. Ich kann die Farbe wechseln, ich kann die Polster wechseln, ich kann Felgen wechseln. Das ist sofort auf dem Bildschirm ersichtlich und dann kann der Kunde sich sofort entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht. Kann auch noch mal eine Nacht drüber schlafen, kann wiederkommen, kann an der gleichen Stelle weitermachen und neu konfigurieren. Also das ist wirklich super für den Kunden. Was bedeutet dieser, ich sag mal, Umbau auch jetzt für Sie als Team insgesamt? Ist das noch ein besseres Arbeiten auch für Sie jetzt persönlich? Also für uns als Team, und das hat dazu geführt, dass wir, finde ich, sehr zusammengewachsen sind. Wir haben wirklich 6 Monate lang ganz viele Workshops gehabt, in denen wir quasi das, heute nennt man das Change Management, mit den Mitarbeitern besprochen haben. Es ist natürlich schwer für die Mitarbeiter erstmal den altgeliebten Arbeitsplatz zu verlassen, in eine neue Zone sich zu bewegen und sich zu verändern. Aber ich muss sagen, umso mehr hier unten baulich entstanden ist, umso mehr haben sich auch die Mitarbeiter gefreut, umso mehr haben sie verstanden, was wir in den Workshops besprochen haben. Und wir haben wirklich ganz viel zusammengesessen und ich habe tatsächlich gemerkt, am Ende, kurz vor dem 3.8., kurz vor der Neueröffnung, haben sich alle total gefreut und arbeiten richtig gut jetzt miteinander zusammen. Wir haben neue Systeme, wir arbeiten mit Headsets und so weiter, damit, weil es natürlich diesen Unterschied gibt zwischen Backoffice und Showroom, dass sich die beiden miteinander finden. Das hat wirklich dazu geführt, dass wir nochmal ein ganz anderes Team geworden sind. Und musste da jetzt auch ein Backoffice gerade nachgerüstet werden, auch was technisch angeht? Ja, also wir haben oben ein ganz neues Backoffice entstehen lassen. Das war vorher unser Raum, in dem wir zum Beispiel eine Neujahrsansprache oder hatten, haben wir für die Mitarbeiter alles neu eingerichtet. Die komplette Büroausstattung ist neu, wir haben eine neue Telefonzentrale, die ist auch abgetrennt, damit wir auch die bestimmte Ruhe haben, um vernünftig arbeiten zu können. Dort haben sich die Mitarbeiter gefunden und was ich sagen muss, gleich in den ersten Tagen gab es die Rückmeldung, dass es noch nie so viel Austausch gab wie jetzt, weil es die Möglichkeit gibt, ganz schnell mal zu sagen, wie siehst du das? Der Verkauf und der Service sitzen so nah zusammen, die können ganz kurz mal besprechen, ob ein Kundenanliegen oder ähnliches, was halt nicht möglich ist, wenn jeder in einem Showroom im Abstand von 5 Metern sitzt und immer Kunden vor sich hat. Also das klappt wirklich gut. Vielleicht würde ich mal Stichwort Abstand gerade aufnehmen. Wie schwierig war es denn wirklich auch so ein zukunftsweisendes Projekt denn hier in Corona-Zeiten auch umzusetzen? Also wir hatten riesengroßes Glück, dass wir einen tollen GU haben bei uns, auch baulich. Wir haben ja mit der Firma Icabo zusammengearbeitet und Planungsgruppe Professor Sommer. Die haben das super koordiniert, sodass wir baulich zu keinem Zeitpunkt in irgendeinen Engpass gekommen sind.
Es war natürlich so, dass wir so ein bisschen Bedenken hatten, ob das alles passt, ob das alles klappt, ob die Kunden das auch annehmen. Wir hatten das große Glück, dass in der Zeit, wo quasi sowieso die Krise war, wir hier in dem Haus unter den Hygieneregeln natürlich weiterbauen konnten. Und als quasi sich das Thema wieder leicht entspannt hatte und es ja Lockerungen kam, wir die Möglichkeit hatten, dem Kunden auch unseren neuen Showroom zu zeigen. Unser großes Glück war, dass wir in Kurzarbeit waren, nicht zu 100%, deswegen waren wir immer ansprechbar für unsere Kunden. Wir sind online ansprechbar gewesen, per Telefon. Wir haben auch viel über Videochat gemacht und so weiter. Und das empfanden unsere Kunden, das danken die uns wirklich. Das merkt man jetzt, dass wir ansprechbar geblieben sind und nicht von der Bildfläche verschwunden sind, sondern die konnten jederzeit ihre Anliegen an uns wenden. Eigentlich hätte es bestimmt eine große Eröffnung geben können. Wie habt ihr das jetzt geregelt insgesamt? Geplant war eigentlich, dass wir heute neu eröffnen, tatsächlich. Wir haben es jetzt so geregelt, so ein sogenanntes Soft Opening, sagen wir. Also wir führen quasi die Kunden, seit letzter Woche haben wir die Türen vorne geöffnet. Jeder Kunde, der reinkommt, hat die Möglichkeit, dass wir ihm den Showroom ganz in Ruhe zeigen. Wir haben so viel Liebe und Leidenschaft hier in diesen Raum gesteckt und deswegen war es für uns nicht angemessen, sage ich mal, hier eine Feier zu machen unter den aktuellen Bedingungen. Wir möchten das gerne nachholen. Wir hoffen, dass sich zum Anfang des Jahres das ein bisschen beruhigt hat. Wir haben noch eine Kleinigkeit vor, haben so ein bisschen was im Hinterkopf, wie wir uns das vorstellen und hoffen, dass wir dann das Ganze hier gebührend feiern können.